Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Creative Set, dem neuen Podcast-Format. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz coolen Gast dabei, der hier extra aus Würzburg nach Frankfurt gekommen ist. Nur für diese Podcast-Folge. Ja, und stell dich einfach mal kurz vor, damit die Leute auch dich ein bisschen genauer kennenlernen. Ich dachte, ich rede jetzt voll die coole Anmoderation. Du hast alle Informationen über mich offengelegt und stellst dich hier jetzt so richtig kreativ vor. Das musst du schon selbst machen. Muss ich schon selber machen, okay. Also stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht so kennen. Ja, ich bin André, der André Braun und mache letztendlich alles so ein bisschen im Medienbereich. Habe mit 14 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Damals war der Julian eben auch ziemlich am Start und wir haben uns damals noch mit YouTube-Management und Talent-Management und so auseinandergesetzt. Heute machen wir eigentlich alles im Medienbereich, also von mit der Five Media Group eben über ja, Textilbrand mit Shorty eben bis hin zu ja, eben dem klassischen YouTube-Management, Influencer-Marketing, Regionalmarketing für Städten wie Stadt Würzburg, eben beispielsweise Stadt Schweinfurt, Stadt München und so weiter, aber eben auch Kommunikations- und interne Kommunikationsstrategien für ja, Konzerne wie die DB oder eben auch zum Beispiel die Bundeswehr. Ja, das machen wir. So Generation Z-Marketing. Stark, stark, sehr stark. Wir kennen uns jetzt ja auch schon länger, haben ja auch schon so ja, die ein oder andere Erfahrung gemacht in den verschiedensten Bereichen. Ja, wir kennen uns nicht seit gestern, das stimmt. Wir haben uns kennengelernt damals, ich glaube, das war noch, da haben wir, wir haben eine Vlogger-Vergangenheit beide. Genau, also wir hatten ja damals privat YouTube gemacht, was ich ja mittlerweile immer noch mache auch. Ja. Und da war das so gewesen, dass wir so eine Vlogger-Community hatten auf dem Teamspeak. Wir hatten da so einen Teamspeak-Server. Vlogspeak.de hieß der. Vlogspeak.de, kommt alle darauf. Nee, den gibt's nicht mehr. Den gibt's nicht mehr, ja, der. Auf jeden Fall war das halt so gewesen, dass wir uns da halt immer ja, ausgetauscht haben, auch mal dann uns getroffen haben. Wir waren zum Beispiel im Phantasia, wir waren im Europapark gewesen, was extrem cool war, die Aktion. Also das war echt eine mega coole Geschichte. Hast du das Video noch online? Das Video habe ich noch online. Geil. Ja, könnt ihr gerne mal auschecken. Checkt mal YouTube, ab, halt, Julian Ziese. Achso, Julian Ziese, ja. Europapark. Und das war echt mega cool. Das war letztes Jahr. War es 2018? Das war 2018. Die dicke. 2017, 2018. Eins von beidem. Ich gehe fast davon aus, dass es 2018 war. Das wird so im Mai 2018 gewesen sein. Weil das war nämlich zu der Zeit, als Stuff sein Van gerade komplett umrenoviert hat. Da waren wir nämlich nach dem Europapark, waren wir noch bei Stuff und haben uns seinen Van angeguckt. Stimmt, ja. Weil der hat ja seine Europatour gemacht mit seinem selbstgebauten Van. Das war schon ziemlich cool, war eine ziemlich fancy Zeit. 17.04.2018, ja. Das ist echt jetzt schon fast zwei Jahre her. Krass. Nee, das war schon eine lustige Zeit damals mit diesen ganzen Vlogs. Wir waren ja auch echt eigentlich, wir waren eine relativ große Community so an Vloggern, die wir hatten, mit Samuel und Linus. Ja. Den hatten wir noch, Timon, Yannick. Dich, Yannick, Jan. Stimmt, Janbiet, ja. Janbiet, ja. Genau. Ja. Wen gab es noch? Ich überlege, Gabriel war ja Gabriel, auch in der Stadt. Gabriel, stimmt, ja. Und ansonsten. Und es wurden noch auch ein paar, ja, wir haben safe ein paar Namen vergessen, noch ein paar weitere. Ja, bestimmt ein paar Leute vergessen. Falls ihr sie sich gerade anhören, es tut uns unfassbar leid. Aber. Ja. Nee, aber es sind ja auch viele Leute dann gekommen. Ich fand es immer ganz cool. Es war eine coole Zeit und war eine coole Erfahrung. Das auf jeden Fall. Und was ich noch interessanter finde, wie sich das danach alles so entwickelt hat. So im Allgemeinen. Wie hat sich das denn danach entwickelt? Na, von den jeweiligen Leuten, die halt, also von uns allen, die damals halt YouTube so gemacht haben. Ja, ja. Und wie dann so die weiteren Wege gegangen sind. So manche haben es ja hobbymäßig für eine Zeit so betrieben, haben dann das auch recht schnell wieder teilweise auch aufgehört, Linus. War dann doch nicht so was für sie gewesen. Ja. Machen auch teilweise gar nichts mehr so in dem Bereich. Linus macht gar nichts mehr, ne? Linus macht gar nichts mehr. Hast du von dem nochmal was gehört? Nee, nicht wirklich. Also einmal bei Instagram hat er mir, glaube ich, geschrieben und ich habe ihn einmal irgendwo. Aber ich so wirklich nicht mehr, nee. Ja, und das ist total krass, weil ich finde, das hat sich echt, also so von den Leuten, die damals da waren, in dieser Medienbranche sind ja, also das muss man sich mal überlegen, wir haben als YouTuber angefangen und jetzt reden wir ernsthaft darüber, dass wir Unternehmer in der Medienbranche sind, jetzt ja auch gar keine Unrelevanten, sondern wirklich da auch was Krasses aufgebaut haben. Das stimmt. Und kann man ja, glaube ich, mal so sagen. Und wenn ich mir das überlege, aus dem, also Jan, der ja mit seinen Videos da auch für die, mit die ganzen Autos abfilmt, da. Jan hat damit auch sich richtig gut was aufgebaut. Der hat sich also, was aufgebaut. Das, was ich so sehe. So. Und ich glaube auch so generell mit
Mit, ja, wie sich das alles entwickelt hat, ich fand das ja auch ganz cool. Wir haben uns ja dann das erste Mal gesehen bei dem Seminar in Schweinfurt. Stimmt, genau. Also es war dann so gewesen, dass André hat mich eingeladen zum YouTube-Seminar, was er halt geleitet hat. Und das war auch die erste Begegnung zwischen uns so. Ja. Und dann Ein war Tag es. vorher, wohlgemerkt, habe ich Stimmt, dich einen Tag vorher angerufen, hattest du mich abends. angerufen abends und hast gefragt, ey Julian, hast du Bock, nach Würzburg zu kommen für dieses Seminar? Und ich war so vollkommen aus dem Häuschen gewesen, habe mich so mega drüber gefreut so und hatte dann auch eine Schulbefragung wieder extra für geholt, bin dann da am nächsten Morgen dann da nach Würzburg gefahren und so. Und Stimmt, das das war unter war der auch, Woche, ja. das war unter der Woche. Und es war dann, sag ich mal, auch der Startschuss, kann man schon sagen, in das Ganze, was danach so passiert ist. Wir hatten 3 Tage später dann noch ein Seminar direkt. Das war dann Stimmt, das genau, nächste. ja. Das war dann im Rahmen des Barcamps, hieß das, glaube ich. War ja auch so ein medienpädagogisches Seminar. Nee, Quatsch! Doch, nee, ich weiß es gar nicht mehr. Da war mal ein Schüler da. Das war auch total lustig, wo wir drüber gesprochen haben, mit YouTube Fame werden, wie man damit Geld Ach so, verdienen kann. ja. War ziemlich cool und dann hat sich das ja so entwickelt. Dann ging es ja los. Dann Und ging es so richtig los, kann man sagen. Dann hattest du ja auch wieder was Neues dann gestartet gehabt. genau, Space dann, nee, Clicks? das war Nee, dann, das nee, war vorher das schon. war schon voll, das ging ja mit Five los. Also das Genau, lief dann schon alles unter dann ging Five. Five los dann praktisch, Ja, dann das ging war dann es der weiter. Start. Das war vor 2 Jahren, dann Ja. der Startschuss mit Five los und das war ja dann so, wo das dann wirklich jetzt vor einem Jahr dann komplett eskaliert ist und dann am Anfang du ja so einer der Ersten eigentlich Ich war nicht warst. einer der Ersten da Du mit dem warst, Team so. Ich habe ja auch. glaube ich, sogar mit der Ich war mit der Erste. Erste bei Wenn mit nicht sogar dabei. der Erste, der Ja. wirklich krass, und ich weiß noch, als wir diese produktive Woche in Würzburg hatten, als du da warst Wo wir dann auch und. noch, wir waren dann auch noch mal auf so einem Seminar-Workshop, den du da geleitet hast. Ernsthaft? Von dieser Jugendgruppe. Eine Woche lang. Ah, ja, Oder verwechsel ich stimmt. das mit einem anderen Nee, Termin? das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob das das Wochenende war, wo wir beide in Würzburg waren, oder ob das noch ein anderes Wochenende war. Aber ich weiß noch, diese eine produktive Woche, wo wir in Würzburg waren, wo wir in dem Büro gesessen waren die ganze Zeit und wirklich Stimmt, von im ersten frühs bis abends. Office-Verfall. Alter, das waren Und noch von morgens bis Zeiten. abends da Sich Kaffee mit der geplant haben, Kaffeemaschine alles gemacht gegeben haben. Ja. und von morgens bis abends irgendwie alles durchgeplant auf dem Whiteboard. Das war schon eine coole Zeit gewesen. Das war Das war eine schon cool. mega coole Zeit. Und das war ja so der Startschuss für uns beide. Ja, weil. Für dich sowohl der mit One-Shot-Films. Und also man muss ja auch sagen, du hast ja dann dein Fachabitur. Nee, Ich hatte dein. meinen Realschulabschluss dann gemacht gehabt. Und hast Und dann deine. dann hab ich die Schule gewechselt und habe dann angefangen, meine Fachhochschulreife zu machen. Genau, und 3 Tage davon eben bei Five. Genau, und dann war das halt so, dass ich im Rahmen der 11. Klasse ein Jahrespraktikum absolvieren musste. Und das habe ich halt bei dir, bei Five, dann gemacht. Ja, das war schon eine geile Zeit. Und. Ich weiß jetzt nicht. Ob man das hier so öffentlich sagen Ich sollte, weiß oder jetzt nicht. nicht, wie weit ich in diese Thematik eingehen kann. Ich glaube, wir schneiden es nicht an. Also das ist, es war eine coole Zeit War eine coole Zeit, und ich auch sag im mal. Jahrespraktikum und so und auch mit den Erfahrungen, die ich da sammeln konnte im Talentmanagement und so. Und der Zeit, die du auch anderweitig investieren konntest in andere Projekte. Egal, ja, nee, Ja. war eine coole Zeit und ich glaube, dann ging es ja los und dann war ja auch so der Startschuss dann so zum Ende hin, wo Pfeiffer dann auch relativ, da haben wir dann die DB relativ schnell als Kunden geklost, das war ja ziemlich geil und dann ging es natürlich ab. Ja, das war dann auch die Zeit gewesen, wo bei uns es richtig krass abging mit Hochzeiten so. Das war ja auch das, womit Genau. wir sehr stark angefangen hatten mit Hochzeiten vor allem. Und dann kam, auf jeden Fall ging es ja dann ja auch weiter mit so Event-Videos, Messefilmen und so weiter und so fort. Und dann kam da noch Produktion für irgendwelche YouTuber hinzu, dass wir da, sag ich mal, auch dauerhaft den Videoschnitt und so weiter übernommen hatten. Ja, und dann ging es zu dem Zeitpunkt auch schon mit den ersten Musikvideos los und so hat es halt immer mehr Fahrt aufgenommen. Genau, ich glaube, das war dann auch so der jetzt mittlerweile oder auch vielleicht schon im September, Oktober an dem Schritt gewesen, wo man sagt, ihr seid aus dem Thema Selbstständigkeit rausgegangen in das Thema Unternehmertum. Also ich gehe von dass ich Aufgaben exekutiv und strategisch selber durchführe, hin, ich koordiniere eher oder beziehungsweise ich skaliere in dem, dass ich sage, ich bin gerade hier und parallel läuft da noch ein Videodreh. Genau, das war dann, sage ich mal, auch zu dem Zeitpunkt so der nächste Step gewesen. Jetzt, also wir müssen immer wieder auch sagen, wann das ist, also in Ja, welchem Zeitraum das war. Das war dann ja, letztes Jahr so im Sommer ging es, sage ich mal, ja. diesbezüglich bei uns so richtig los. So dass wir dann halt auch geschaut haben, wie können wir es so gestalten, dass wir parallel eventuell auch Produktionen umsetzen können, beziehungsweise auch mal
ein kreatives Wochenende haben können. Also wir nennen das immer, ich und Timo nennen das immer One-Shot-Films-Wochenende, wo wir uns, sag ich mal, ein Habt ihr ganz das seit Wochen. dem Sommer? Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Wir haben das seit November. Oh, ich muss echt aufpassen, Ja, was ich wie sage ich hier komme gerade zeitlich in zeitlich den zeitlichen durcheinander. Sachen. Ja, Auf jeden Fall haben wir dann das One-Shot-Films-Wochenende eingeführt, wo wir uns an einem Wochenende wirklich ja, zusammensetzen und langfristige Ziele, die wir haben, weiter verfolgen und ausarbeiten und weiter konzipieren, sag ich mal. Und in dieser Zeit war es dann halt so, dass dann zum Beispiel Jamie, Grüße gehen raus an dich, dann für uns weitere Projekte umgesetzt hatte währenddessen, sodass wir dann halt geschaut haben, dass wir halt Aufgaben auch, ja, outsourcen. parallel, genau, dass man sagt, wir sind nicht mehr selber im exekutiven Geschäft, sondern wir koordinieren eher die Aufgaben und gucken, dass wir parallel einiges an Aufgaben. Also man skaliert sich so, weil auf der einen Seite, man kann natürlich als Two-Man-Show kann man nicht so viele Aufträge durchführen wie als Five-Man-Show. Stimmt, Five-Man-Show. Five-Man, es war hier alles natürlich geplant als Five-Man-Show. Es funktioniert natürlich dann wesentlich besser, wenn man mehr Leute hat. Ja, Und das stimmt. langfristig gesehen ist das, glaube ich, cool. Ich glaube aber, dass sich für uns beide, und wenn wir jetzt mal so philosophieren, und das macht man ja eigentlich nicht, wenn man sagt, wir leben jetzt und nicht im Jahre 2021, aber ich glaube, wenn wir realistisch draufschauen, es verändert sich jetzt sehr viel. Ihr habt im November ja diese strategischen Grundsätze gefasst, zu sagen, wir machen das jetzt mit diesem One-Shot-Films-Wochenende beispielsweise, oder wir haben jetzt auch ein Dashboard mit am Start. Also wirklich die Skalierung ins Auge zu fassen. Und bei uns auf der einen Seite ja jetzt der Exit eben, also der Verkauf von Five eben an einen großen Medienkonzern im Frühjahr bis Sommer. Und dann jetzt eben der Neustart mit Plutus Media, wird ja auch sehr spannend. Ja. Ich glaube, dass sich 2020 da noch echt krass, also wir haben in den letzten 2 Jahren, ich sehe das immer so ein bisschen so, wir haben in den letzten 2 Jahren die Vorbereitungen getroffen für 2020. Wir werden 2020 krass durchstarten, aber ich glaube, komplett eskalieren wird es 2021. 2021. Ja, weil dann kommt viel zusammen. Dann kommt zusammen, dass du keine Schule mehr hast. Ihr wohnt zusammen. Marco und ich wohnen eigentlich dann auch zusammen. Es ist, Ja. wir haben einfach das geile Startkapital halt durch den Verkauf. Ja. Ihr habt diese Vorbereitung 2020 Also, jetzt. ich sag mal so, 2020 ist für uns auch das große der großen Veränderung. Einmal jetzt auch privat auf mich bezogen. Ich werde jetzt endlich fertig mit der Schule. Ich bin so zufrieden. Wo geht's denn hin Es eigentlich? geht nach Stuttgart. Nach Stuttgart, wunderschöne Stadt. Du warst da noch gar Noch nicht. nie. Aber ich muss sagen, ich habe auch keine Verbindungen nach Stuttgart. Jetzt außer euch dann halt. Aber ansonsten nach Stuttgart, keine Ahnung. Ich habe keinen, also, nee. Stuttgart war ich noch nie so wirklich. Aber Stuttgart ist eine sehr schöne Stadt. Also, ich habe mir vorhin mal Bilder angeguckt. Sehr cool, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich bin dann, wie gesagt, endlich fertig mit meiner Schule. Ja, krass. Hat ja gerade schon erwähnt. Und Hast du jetzt eigentlich, du hast ein Fachabitur gemacht, ne? genau. Ja, okay. Habe ich dann hoffentlich. Noch habe ich es noch nicht. Wie war das mit der aktuellen Punktezahl in Mathe? Das ist nicht so berauschend, sag ich mal. Ja. Kann ich ausgleichen. Passt. Ja, dann, ich glaube, das 2020 halt, das wird so viel passieren. Da wird so viel passieren. Auch jetzt, wie gesagt, geschäftlich. Wir werden nach Stuttgart ziehen. Ich werde von zu Hause ausziehen. Wir werden da unsere eigene WG, sag ich mal, machen. Wir werden das Ganze dann auch office-mäßig weiter voranbringen. Es ist einfach krass, was alles passieren wird. Auch jetzt bei UC One und so, da werden wir auch einige Sachen machen, jetzt auch in Kooperation mit ein paar anderen Influencern und so. Also, so wie du schon sagtest, 2020 ist schon krass. Aber ich denke mal, richtig wird es dann 2021 eskalieren. Ja, das glaube ich auch. Ich muss sagen, so generell, die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, zum Jahresstart, das wird das Jahr. Also jetzt mal ernsthaft. Das hatte ich immer, Immer. immer. 2018 war es so, 2019 war es so oder jetzt auch 2020, wo wir jetzt über Silvester dann in Barcelona waren zum Jahreswechsel 2019/20 und dann, als wir dann das Feuerwerk dort erlebt haben, was auch ultra krank war, Ja. wo ich dann auch nur so sagte: Schau, was wir 2019 alles so gemacht haben und 2020 wird das Jahr. Aber wie du schon sagtest, Und ich glaube, dass wir 2020 merken werden, alter Schwede, ist das geil gerade. Weil for real, wir leben unseren Traum. ist halt einfach so. Und ich bin For auch real. mega dankbar, dass ich die Chance habe, das zu machen zu können, was ich gerade mache. Und ja. Wir leben unseren Traum. So, das kann man, das muss man einfach mal krass sagen. So, das ist schon ein so
krasses Privileg, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, geil. Ja, Mann. Und ja, ich mache das jetzt noch, ich mache das noch. Und ich arbeite mit meinen Freunden, ich treffe mich mit meinen Freunden, meine Freunde sind meine Arbeit. Ich gehe gleich was essen und das ist meine Arbeit. Das ist es halt. Oder wir unternehmen auch manchmal so kurze Kurztrip-Reisen, sag ich mal. Und das ist. Jetzt demnächst zum Beispiel auch wieder nach Amsterdam. Genau. Und da ist es halt auch so, wir werden dort auch etwas arbeiten und so. Aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen Entspannen. Das ist entspannt. auf der einen Seite, glaube ich, sich wieder aufzutanken. Weil das ist, ich glaube, man muss sagen, wir haben einen sehr anstrengenden Job. Das auf jeden Fall, das stimmt Und schon, das ja. ist ein sehr kräfteziehender Job. Aber ich glaube, was es so ein bisschen ausgleicht und was dafür sorgt, dass wir nicht mit einem Burnout enden, noch nicht, ist der Faktor, also, ja, ist der Faktor, dass wir halt immer wieder sagen können, aufgrund, dass wir unser eigener Chef sind, wenn wir merken, es eskaliert gerade, dann nehmen wir uns einfach mal kurz Auszeit. Oder wir haben so Sachen wie ein paar Tage einfach irgendwo hinfahren und natürlich arbeitet man da, aber es ist vor allem, glaube ich, eher man macht dann so eine Reise. Ganz ehrlich, wir denken ja da nicht darüber nach, also wir arbeiten ja nicht nur, sondern man denkt ja auch viel nach. Man überlegt, was könnten wir machen, wie geht's weiter. Ständig, ständig, ständig Eben. habe ich neue Ideen, die cool wären umzusetzen, wo ich dann aber sage, okay, dafür ist jetzt vielleicht aber nicht zusätzlich noch Zeit oder sind jetzt keine zusätzlichen Kapazitäten gerade Zeit, das auch noch umzusetzen. Und dann hat man es im Hinterkopf, wird das dann auch langfristig gesehen umsetzen. Ich weiß nicht, wie dir es da geht, aber immer wieder habe ich was Neues, immer wieder habe ich so neue Impulse, wo ich so denke, das wäre noch cool, das wäre noch cool, diese Sache könnten wir noch machen. Also, so geht Und es mich auch. an sowas, ich glaube, an sowas kann man ganz gut erkennen, dass man seinen richtigen Job gefunden hat. Das Weil stimmt. ich glaube auch, dass in einem Arbeitnehmerverhältnis, um auf das Thema zurückzukommen, auch da kannst du, also ich habe einen guten Kollegen, einen guten oder einen Kunden, der ist City Manager bei einer Stadt. Und der hat so viele Ideen, weißt du? Der sagt, er steht früh auf, der freut sich. Okay, heute mache ich das Projekt, morgen mache ich das Projekt, morgen mache ich das Projekt. Und es geht auch in einem Arbeitnehmerverhältnis. Aber Klar geht es. Also, wenn der da zufrieden ist und ja, klar. Und ich glaube halt, dass wenn du den Status hast, dass du Bock hast, über deine Arbeit nachzudenken und das auch privat, oder du, und bei uns ist es ja vielleicht, also meine Eltern stehen dem immer kritisch gegenüber, bei deinen wird es ähnlich eh sein. ja, ist es so. Der Punkt, auch Markus' Eltern. Der Punkt, ja, mach doch mal Freizeit. So, wo ist dein Sozialleben? Also, ja. Ich glaube, man versteht nicht, oder da ist dieser klassische Generationenkonflikt, dass das unser Sozialleben ist. Ich glaube, meine Eltern haben keine Selbstständigkeit, außer mein Vater hat die Wakeboard-Anlage, aber das kannst du nicht vergleichen. Deine Meine auch Eltern haben nicht. keine Selbstständigkeit, Markus' Eltern haben keine Selbstständigkeit. Und bei Timon auch Timon nicht. haben auch keine Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass, und das ist ja, stopp, wir sind ja nicht mehr selbstständig, sondern wir sind Unternehmer. Ja, Das muss man ja wirklich differenzieren mittlerweile. das stimmt. Und ich glaube einfach, wenn du das mal erlebst, wie das dann ist und du halt eigentlich das machst, was du willst, also was heißt, was du willst, aber das, worauf du Bock hast, und dein komplettes Umfeld, dein komplettes Arbeitsumfeld eigentlich auch Freunde sind, gut, bei Mitarbeitern muss man halt, ganz ehrlich, da muss man immer ein bisschen differenzieren. Ja, das Man stimmt. kann nicht mit jedem Mitarbeiter, das ist halt Best trotzdem, Friend sein, das geht nee, du nicht, das brauchst geht eine nicht. Hierarchie. Ja. Also, wenn es eine flache Hierarchie ist, aber du brauchst irgendwo eine Hierarchie. Aber zum Beispiel mit Timon, der ein Geschäftspartner ist, da braucht man keine Hierarchie in der Nee. Regel, weil er ist einfach der beste Freund. Ja, So das ist er stimmt. wie bei Marco. Das ist halt einfach geil. So, du arbeitest halt mit deinem besten Freund einfach immer zusammen an einem Projekt, was euch zusammen groß macht und wo man gemeinsam mit seinem besten Freund so viel realisieren kann. Das stimmt, das stimmt, das stimme ich dir vollkommen zu. Nur eine Sache, die auch immer wieder vorkommt, aber das ist, denke ich, auch was ganz Normales, Ja. dass man sich auch ab und zu mal ein bisschen in die Haare bekommt und da, sag ich mal, sich auch mal streitet oder Das muss Uneinigkeiten sein. hat. Aber ich glaube, und das ist echt, das hört sich ein bisschen weird an. Schau mal, wir verbringen mit unserem Gegenüber, ich rede jetzt bei dir von Timon und bei Ja. mir von Marco, so unfassbar viel Zeit miteinander. Ich glaube, dass Marco mehr über mich weiß und generell wie ich ticke, als es meine Freundin wusste, jetzt ja nicht mehr, aber als meine Freundin wusste, so. Ja. So. Und du hast mit dem, also wenn du mit jemandem ein Unternehmen hast, das werdet ihr auch nachvollziehen können, wenn ihr ein Unternehmen habt, oder vielleicht habt ihr ja schon eins, dann wisst ihr es umso besser. Wenn du mit jemandem ein Unternehmen hast, dann ist das schlimmer, als wenn ihr verheiratet seid. Weil man weiß alles, man muss alles voneinander wissen, die Kommunikation muss Das stimmen. stimmt, das stimmt. So ist es. Und wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, immer miteinander kommuniziert und immer ehrlich zueinander ist, dann ist es klar, dass es da irgendwo Reibungspunkte gibt.
Das muss halt. Wenn du dich nicht streitest oder zumindest mal angepisst aufeinander bist, Ja. dann läuft irgendwas falsch. Auf jeden Fall ist dann halt mal so, dass man wegen irgendeinem Thema und wegen irgendeinem Punkt halt ja nicht die gleiche Meinung hat und dann auch darüber ein bisschen stärker diskutiert so und danach sich aber auch irgendwie wieder einig ist. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Das wäre schlimm, genau, ja. Und ich glaube, das überleg dir das mal, das Ich ist halt. denke halt auch mittlerweile, dass, weil du es gerade so angesprochen hast, was das Marco mehr über dich weiß als seine Naja. damalige Freundin, dass bei mir es genauso ist, dass Timon mittlerweile, denke ich, mehr über mich weiß als meine fucking Eltern. Ja, natürlich. Und das ist ja, das ist doch, also das ist doch geil. Also ich feiere das, weil, also machen wir uns nichts vor. Du hast mit diesem Mensch eine Beziehung. Du hast keine Liebesbeziehung mit ihm. Also, auch wenn das so ist, um Gottes Willen. Ne? Wir sind ja offen, wir sind ja tolerant. Aber du hast mit ihm eine Beziehung, und die ist kommunikativ, glaube ich, teilweise wesentlich stärker als eine Beziehung mit einer Frau. Weil du sprichst ja mit ihm über alles. Ja. Wenn du was Scheiße findest, egal ob das privat jetzt ist oder ob das halt geschäftlich bezogen ist, du sagst ihm das. So, und immer. Und du bist immer mit dem Typen zusammen. So, das ist doch, also, und ich glaube, dass viele da nicht verstehen, oder gerade Eltern nicht verstehen, dass du ja den ganzen Tag mit deinem besten Freund zusammen bist. Und ganz ehrlich, natürlich arbeitest du den ganzen Tag, wenn du mit ihm zusammen bist. Aber was ist halt Arbeit für eine Definition? Das ist es halt wieder. So, wo definiere ich Arbeit, wo definiere ich Privatleben? Wenn ich mit Marco gerade in der Kampagne arbeite und wir halt aber auch In viel beide. lachen dabei Ja. und viel miteinander reden, dann ist das teilweise auch, jetzt schreibt der Makelu gerade hier. Oh, ja. Dann, genau. Ja, genau, das ist jetzt, denke ich, auch ein guter Punkt, hier mal auch zum Schlusswort gleich zu kommen. Denn für uns geht es jetzt gleich nach Frankfurt. Dann steht für uns der nächste Musikvideodreh an. Wird, denke ich, eine ziemlich coole Geschichte heute in Frankfurt. Auch bis spät abends wieder. Morgen ist dann ein weiteres Projekt in Mainz. Für dich geht es jetzt auch weiter? Für mich geht es auch weiter nach Frankfurt. Ja, und morgen dann. Oh Gott, das wird nur eine anstrengende Woche. Ich bin ja bis Montag in Frankfurt. Ja. Und Montag sehen wir uns ja am Founders Table im K1. Stimmt, da sehen wir uns. Falls ihr das gerade hört, nee, das wird nach dem K1 ausgestrahlt, Das wird oder? nach dem K1 ausgeschaltet, genau, Ja, Mittwoch aber online. trotzdem immer, schaut gerne beim Meetup vorbei. K1, Founders Table und Startup Friday. Ist immer ziemlich nice zum Netzwerken in Alle zwei Frankfurt. Wochen immer, oder? Alle 14 Tage oder alle, ja, alle 14 Tage, und der Founders Table ist alle 4, glaube ich. Keine Angabe, also keine Gewähr. Guckt selber nach beim Meetup. Genau. Ansonsten, wenn ihr weitere Informationen zu André haben wollt, wo findet man dich so? Auf derandrebraun.com. Und natürlich auf Instagram, auf LinkedIn, auf Xing, auf Google. Von daher, let's connect, Leute. Yes. Auf jeden Fall war es dann, wie gesagt, mit der Folge jetzt auch. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gern Feedback bei uns auf Instagram da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne und dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge. Bis dahin. Adios, amigos. Ciao. Ciao. So der typische Kamera-Vlog-Schlag aus, weißt du noch? Beim Vloggen immer Also so, ja, so. zack, Zack. drauf. So. Und Tschüss. yeah.